with a boy like you, like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Willkommen zurück zum dritten Part von Episode 25 in der Lissana-Version und ja, wir wollen jetzt das Bild, also ich werde zurückgehen, um den Artikel zu holen, wenn dort wirklich zu viel Rauch ist, kehre ich um. Es wäre keine gute Idee, wieder in den Raum zurückzugehen, ich folge lieber den anderen. Ja. Na, der Raum ist immer noch voller Qualm, aber es müsste gehen, ich sollte es schaffen, den Artikel zu holen. Ich habe die Luft angehalten und bin zu meinem Tisch gegangen. Ich habe in meine Sachen gewühlt, aber konnte durch den dichten Rauch nicht gut sehen. Das darf doch nicht wahr sein, wo steckt es bloß? Endlich hatte ich den Artikel gefunden und ich hatte ihn in meine Jackentasche gesteckt. Plötzlich wurde mir schwindelig und ich musste Luft holen. Ich merkte so ein Kratzen im Hals. Ich sollte lieber nicht hier bleiben. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Ich habe den Raum verlassen. Das darf doch nicht wahr sein, Lulu. Also wirklich. Warum bist du bloß hier zurückgekommen? Ich komme mir dumm vor. Ich weiß nicht, was ich ihnen antworten soll. Jetzt denke ich wieder an diese Verarsche-Bilden, wie die immer als DJs gezeigt werden. Falls ihr mal auf Tumblr unterwegs seid. Aber ja, voll der süße, besorgte Blick. Ach, die Jungs haben mich eben an der Arm festgefasst und mit ins Treppenhaus gezogen. Obwohl ich fand, dass die Sache zu ernst nahm, hatte ich das Gefühl, dass ich mit Castiel und Lissandra an meiner Seite nichts mehr passieren könnte. Hoffentlich sind wir bald in der frischen Luft. Die frische Luft tut gut. Die anderen haben ganz schön komisch geguckt, als ich in Begleitung der Jungs auf dem Hof auftauchte. Wo habt ihr gesteckt? Das ist meine Schuld. Ich bin zurückgegangen, um etwas zu suchen. Die Jungs wollten mich nur zurückholen. Ihr hört aber auch überhaupt nicht auf das, was man euch sagt. Ist denn alles in Ordnung? Ja, ich bin nicht besonders lang geblieben. Ich mache mir schon Sorgen. Du wirktest ein bisschen benommen. Nein, es ist alles in Ordnung. Ich bleibe trotzdem lieber bei dir. Nicht, dass du mir noch umkippst. Ich glaube nicht, dass es dafür einen Grund gäbe. Er hat meinen Arm losgelassen und seine Hand um meine Schulter gelegt. Jetzt wird mir langsam wirklich schwindelig, aber aus anderen Gründen. Wir haben das Schulgelände verlassen. Die Direktorin kam aus der Schule und steigte gleich auf uns zu. Was ist denn passiert? Es hätte heute doch keine Brandschutzübung geben sollen. Es ist doch keine Übung. Es handelt sich um eine Sicherheitsmaßnahme. Eine Sicherheitsmaßnahme? Was meinen Sie damit? Ich weiß nicht genau, wie es dazu kommen konnte, aber zwei meiner Schüler haben während eines Experiments ihr Gemisch zu explodieren gebracht. Wie bitte? Mr. Lenny hat versucht, die Direktorin die Situation zu erklären. Die anderen Schüler liefen durcheinander. Das ist nicht normal, dass wir solche gefährlichen Versuche machen. Ich hätte mich verbrennen können. Du bist diejenige hier, die gefährlich ist. Ich habe dich und den Typen beobachtet und ihr habt einfach alles Mögliche zusammengemischt. Hey, das ist allein Ambers Schuld. Sie hat den Glaskolben so lange erhitzt. Das stimmt nicht. Glaubt ihr, die schicken uns jetzt nach Hause? Das glaube ich nicht. Es hatte ja nicht gebrannt. Ich will nicht wieder reingehen und dieses Rauch einatmen. Das ist das erste Mal, dass ich Carla so sehe. Sie werden uns aber bestimmt nicht wieder in denselben Raum schicken. So viel ist sicher. Während alle aufgeregt durcheinander reden, habe ich mich hingesetzt, um mich vom Schreck zu erholen. Lissandra hat sich neben mich gesetzt. Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Ja, ich wollte mich nur ein bisschen hinsetzen. Warum bist du in den Raum zurückgegangen? Das war viel zu gefährlich. Ich wollte einen Artikel für die Schülerzeitung holen. Aber gehörst du jetzt zu Piggys Redaktion? Nicht wirklich. Rosa, Iris, Armin, Alexi und ich sollten Peggy eine Schlagzeile liefern, damit samt Artikel liefern. Peggy hatte versprochen, die Arbeit an der Schülerzeitung wieder aufzunehmen, wenn wir das schaffen würden. Ich glaube, ich kann dir nicht folgen. Das rechtfertigt doch nicht, dass du dich in Gefahr bringst. Ich...
Das war dumm von mir, das stimmt. Ich wollte bloß nicht, dass die ganze Arbeit umsonst war. Mir ist zwar unerklärlich, wie du dafür so ein Risiko eingehen kannst, aber deine Impulsivität ist auch sehr charmant. Danke. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Kompliment ist. Pass trotzdem ein bisschen beim nächsten Mal bitte auf. Wir haben draußen auf die Feuerwehr gewartet, damit sie den Zustand des Biomes überprüfen konnten. Mr. Lenny hat sich versichert, dass es mir gut geht und anschließend konnten wir zurück in die Schule gehen. Die Direktorin hat Mr. Lenny, Amber und Armin zu sich bestellt. Wir hatten also erstmal Pause. Ich sollte die Gelegenheit nutzen und Peggy den Artikel geben. Mein kleiner Aufflug in den Bioraum darf schließlich nicht umsonst gewesen sein. Nathaniel hat als einziger dran gedacht, seinen Kittel auszuziehen. Das sollte ich auch mal tun. Meine Schwester erlebt gerade bestimmt eine schlimme Viertelstunde. Meinst du das Gespräch mit der Direktorin? Ja, ich habe Angst, dass sie und Armin einen Verweis bekommen. Ein Verweis? Aber das war doch ein Unfall. Vielleicht, aber offenbar versteht Mr. Lenny nicht, wie das passieren konnte. Sie haben einfach alles zusammengemischt und erinnert sich selbst nicht mehr genau daran. Ja, weißt du das? Ich habe ihn ein bisschen beim Experiment zugesehen. Das überrascht mich nicht. Wenn Mr. Lenny da gewesen wäre, um zu helfen, wäre das alles vielleicht nicht passiert. Ja, aber sie war trotzdem vollkommen unverantwortlich. Ich glaube nicht, dass man die ganze Verantwortung auf Mr. Lenny schieben kann. Naja, aber man kann sie auch auf die Direktoren schieben. Schließlich hat sie darauf bestanden, mitten im Unterricht mit Mr. Lenny zu sprechen. Meinst du das jetzt ernst? Nein, das war nur ein Scherz. Aber wenn ich darüber nachdenke, war mein Argument eigentlich ganz logisch. Dann präsentiere deine Theorie doch der Direktorin. Sie war sicher begeistert. Ja, es ist schon ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal nachsitzen musste. Das fängt an, mir zu fehlen. Okay. Wo sind die anderen? Ach, hier bist du. Diese Geschichte ist unglaublich. Stell dir vor, jemand hätte was vom Zweck abbekommen. Armin und Amber hätten sich verletzen können. Die beiden sind unmöglich. Beim nächsten Versuch sollte Miss Dallana sie unbedingt im Auge behalten. Oder sie umsetzen. Wir brauchen verantwortungsvollere Teampartner. Ja, das könnte helfen. Wieso bist du eigentlich erst nach allen anderen mit den Jungs auf den Hof aufgetaucht? Gab's Probleme? Du wirst lachen, ich bin nochmal zurückgegangen, um den Artikel für Peggy zu holen. Das ist doch nicht lustig, du hättest dich drin ersticken können. Ja, aber ich habe eben echt wirklich nicht nachgedacht. Du hast recht, wenigstens muss ich ihn dafür jetzt nicht mehr holen. Du hast nicht zufällig Peggy gesehen, dann kann ich ihr den Artikel vielleicht geben. Nein, leider nicht. Vielleicht ist sie ja gerade schon damit beschäftigt, etwas über den Unfall zu schreiben. Es würde mich nicht wundern, wenn sie sich nach dieser Geschichte beschlossen hätte, ihre Arbeit als Journalistin wieder aufzunehmen. Ja, das ist möglich. Gut, dann werde ich sie mal suchen. Bis später. Oh Gott, immer dies. Melody und Iris stehen bei Carla. Ich will hier weg. Beruhig dich, dir kann nichts passieren. Die Feuerwehrleute haben alles überprüft. Es besteht keine Gefahr mehr. Carla hat ungewöhnlich laut geatmet. Wartet, Mädel, lass sie doch ein bisschen an die frische Luft bleiben. Ich habe das Gefühl, dass sie etwas wie eine Panikattacke hat. Vielleicht sollten wir besser ins Krankenzimmer bringen. Ich will nicht ins Krankenzimmer. Alles, was ich will, ist meine Eltern anrufen, damit sie mich abholen. Gut, wir müssen trotzdem erst mit der Direktorin sprechen, solange bist du im Krankenzimmer sicher am besten aufgehoben. Da hat Lou recht. Mädchen haben Carla begleitet. Kim und Alexi waren damit beschäftigt, Viola zu beruhigen. Das war ein ganz schöner Schreck. Aber jetzt gibt es keinen Grund mehr, sich Sorgen zu machen. Ich hoffe nur, dass Armin und Amber sich nicht verletzt haben. Glaub mir, Viola, ihnen geht es gut. Sie waren in der Lage, selbst beim Verlassen des Raums noch weiter zu streiben. Du musst dir also wirklich keine Sorgen machen. Und du, Lulu, geht's dir gut? Ich habe gesehen, dass du erst später auf den Hof gekommen bist. Es ist alles in Ordnung, keine Sorge. Ich wollte bloß etwas aus dem Raum holen, das war dumm von mir. Echt verwegen, die Kleine. Und ein bisschen bescheuert. Hey! Gut. Peggy? Wo ist sie? Ah, Peggy! Hier, ich hab was für dich. Ihr habt also einen Artikel geschrieben? Ja, die Frist war zwar ganz schön kurz, aber wir haben es geschafft. Ob ihr geschafft habt, kann ja wohl nur ich beurteilen. Ich muss den Artikel erstmal lesen und absegnen. Also, hier ist er. Peggy hat mir die Blätter aus der Hand genommen und den Text überflogen. Dann hat sie angefangen zu lachen.
Ich weiß nicht, was daran so lustig ist. Der Esel-Artikel besteht nur aus Aneinanderreihung von Behauptungen. Das kann ich nicht veröffentlichen. Warte mal, soll das heißen, wir haben alles umsonst gemacht? Ja, ich fürchte schon. Aber dann hängst du den Job als Journalistin an die Nägel? Also, ich habe meine Meinung geändert. Hier laufen doch gerade ein paar interessante Dinge ab. Ich habe schon mehrere tolle Schlagzeilen. Ich muss mir selbst nur Grenzen ziehen. Das habe ich vorher versäumt. Gut, dann, ich freue mich für dich, auch wenn das uns Arbeit erspart hätte, wenn du das gleich entschieden hättest. Es war schon sehr amüsant, dabei zuzusehen, wie ihr euch für den Artikel abgerackert habt. Warte mal, du hast uns dabei beobachtet? Ein bisschen, ich kann eben nicht anders. Ich frage mich, was sie für Schlagzeilen aufgetan hat. Vielleicht weiß sie mehr über das geplante Event. Gut. Offenbar hat das Gespräch zwischen der Direktorin, Miss Delaney, Armin und Amber lange gedauert als erwartet. Man hat uns gesagt, dass der Unterricht für heute vorbei sei und wir nach Hause gehen konnten. Dieser Tag war wirklich voller Überraschungen. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Da ist jemand. Oh, Lysander, was machst du denn hier? Ich wollte bloß sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Ich habe mich bei den Gedanken, dich allein nach Hause gehen zu lassen, nicht wohl gefühlt. Oh, das ist nett, aber es ist wirklich alles in Ordnung. Ich glaube, du hast mich rechtzeitig gerettet. Ich lache zwar, aber ich bin nervös. Man ist ja extra zurückgekommen, um mich zu suchen. Das war nicht so selbstverständlich. Wenn du dir sicher bist, dann einen schönen Abend. Warte! Ja? Ich danke, dass du eben mit Kassi gekommen bist, um mir zu helfen. Das war wirklich mutig von euch. Du brauchst dich nicht bei mir zu bedanken. Ich hätte mich nicht mehr im Spiegel ansehen können, wenn ich dir nicht geholfen hätte. Das hätte böse enden können. Alexander! Die Sache war wirklich nur halb so wild, aber ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Ich bin froh, dass ich rechtzeitig dort war. Ich muss gehen. Le wartet sicher, wartet zu Hause auf mich. Okay, kein Problem. Einen schönen Abend. Bis morgen. Ich muss meinen Eltern erzählen, was passiert ist. Ich werde wie eine Idiotin dastehen, aber ich kann ihnen so etwas nicht verheimlichen. Ich habe gewartet, dass sie nach Hause kamen und ihnen alles erzählt. Aber wie konntest du bloß etwas tun? Er hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und mich besorgt angesehen. Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Wir sollten in Notfallambulanz fahren, um sicher zu gehen. Es ist trotzdem unverantwortlich, dass die Schule uns nicht angerufen hat. Aber ich werde sie anrufen. Ich werde... Hör auf, Mama. Wenn ich einen Arzt gebraucht hätte, hätten die Schule sofort einen Krankenwagen gerufen. Meine Lehrerin hat sich versichert, dass mir nichts fehlt. Warum guckt die dabei so freundlich? Hättest du dir etwa einen Unfall gewünscht, Mama? Sie ist Chemielehrerin und keine Ärztin. Aber mir geht's gut. Wenn irgendwas nicht stimmen sollte, hätte ich das doch schon gemerkt. Wie bist du bloß auf diese Idee gekommen? Weißt du eigentlich, wie gefährlich das war? Ich weiß, das war eine dumme Idee. Es tut mir leid. Du brauchst dich nicht bei uns zu entschuldigen. Ich möchte nur, dass du beim nächsten Mal etwas vorsichtiger bist und du hör auf, weiter zu grinsen. Sie kam auf mich zu und hat mich in den Arm genommen. Pass ein bisschen besser auf dich auf, ja? Ja. Deine Gesundheit ist viel wichtiger als so ein Zeitungsartikel. Jetzt hat auch er mich in den Arm genommen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Meine Eltern scheinen sehr beunruhigt zu sein. Es tut mir leid, dass sie sich wegen mir Sorgen machen. Diese Sache wird mir eine Lehre sein. Ich werde versuchen, in der nächsten Zeit in der Schule erst einmal nichts aufzufallen. Ich werde wieder meine Zeit mit meinen Freunden verbringen und mich unauffällig verhalten. Ich hatte gestern ein bisschen Angst. Ich auch. Ich habe keine Lust, wieder in den Bioraum zurückzugehen. Unglaublich, was mein Bruder da verbockt hat, ohne es zu wollen. Jetzt bist du ungerecht, Alexi. Es ist nämlich nur Armins Schuld und keiner weiß genau, was passieren konnte. Ich werfe ihm auch gar nichts vor, allein in einem Schund zu sein, aber er hat irgendwie das Talent dazu, Katastrophen auszulösen. Ich war jedenfalls glücklicher denn je, gestern nach dem Unterricht Lay zu treffen. Wenn die Sache schlimmer ausgegangen wäre, hätten wir uns schließlich vielleicht nie wieder gesehen. Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen, Rosa? Wir haben schließlich nicht mit wirklich gefährlichen Substanzen gearbeitet. Ach,
Aber es war gefährlich. Ich habe mich jedenfalls gestern Abend auch gefreut, wieder bei meiner Familie zu sein. Meine Mutter und mein Bruder haben mir ein Überraschungspicknick organisiert. Das war wirklich schön. Das klingt echt nach einer tollen Überraschung. Vielleicht sollte ich auch mal so etwas organisieren. Ah, das ist Carla. Geht es dir besser? Warum sollte es nicht? Ich hatte gestern das Gefühl, dir ging es nicht gut. So ein Quatsch, und was geht es dich überhaupt an? Gut, ich wollte bloß nett sein. Gib dir das für deine Freundinnen auf und lass mich in Ruhe. Okay. Bockerbitch. Nun, bist du zufrieden? Wovon redest du? Ich habe eine neue Ausgabe der Schülerzeitung herausgebracht. Zwei Tage später, aber es geht wieder weiter. Super, ich freue mich, dass du wieder gut gelaunt bist. Dabei hast du noch nicht einmal gelesen, was ich geschrieben habe. Das ist etwas anderes als das Geschreibsel, das ihr mir abgeliefert habt. Freundlich wie immer. Nein, das war aber trotzdem niedlich, vorausgesetzt, man hat Sinn für Humor. Komm schon, mach nicht so ein Gesicht. Es war nett von euch, dass ihr mich motivieren wolltet. Und es hat schließlich auch funktioniert. Umso besser. Ich habe mir gesagt, dass ich in der Schule mein Talent nicht vorenthalten darf. Schließlich hat offensichtlich nicht jeder die Gabe. Wenigstens mangelt es ja nicht an Selbstbewusstsein. Ich sage bloß die Wahrheit. Hier liegt die neue Ausgabe und sagt mir dann, dass meine Arbeit nicht gut gemacht habe. Sie hat mir ein Exemplar der Zeitung hingehalten und ich habe es schnell durchgeblättert. Plötzlich habe ich verstanden, von welchen Schlagzeilen sie vorher geredet hatte. Und? Das glaube ich nicht. Episode beendet. Juhu, das war Episode 25 in der Lee Thunder Version. Dann geht es mit 26 weiter oder mit einer anderen Version. Wahrscheinlich die neueste Epi, die bald rauskommt. Shinomiko hat ja auch sogar schon den Arzt veröffentlicht für Episode 31. Wer den noch nicht gesehen hat, keine Ahnung, auf Facebook, auf Shinomikos Seite oder vielleicht auf Tumblr, keine Ahnung. Da sieht man schon den neuen Charakter für die neueste Episode. Und ich bin schon ziemlich aufgeregt und nervös und ich habe voll Angst, der arme Lisander. Ich denke aber, dass jetzt nichts extrem Schlimmes passiert ist. Hoffe ich. Hoffe ich zumindest. Und ich bin dann auch wieder auf die Episoden wieder gespannt. Also dann, wir sehen uns in der nächsten Version oder nächsten Episode wieder. Tschüss!